marschieren! Eben gestern fahren und dort hin! Marsch! Alles andere geht von selber. Wenn wir uns ein bisschen bewegen, dann können wir uns weiter. Noch Sprechstunden schon, aber mit Leuten, die kommen sein, um ihn zu feiern. Also, sprechen wir uns toll, das muss nicht alles mit was sein, was du gemacht hast. Ja, sowieso. Mein Kommando. Ab! Ab! Im! Schul! Hier! Formationen und den Kompanie. Herr Landeshauptmann, Landeskommandant Thaler meldet, Landesfeuerwehrverband Tirol, Blasmusikverband Tirol, Tiroler Landesschützenbund, Bund der Tiroler Schützenkompanie, Welschtiroler Schützenbund, Verband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols, Verband der Südtiroler Musikkapelle, Südtiroler Sportschützenverband, Südtiroler Schützenbund, mit Spitzenvertretern sowie die Schützenkompanie Bozen und Musikantinnen und Musikanten der Musikkapellen Bozen, 12-mal Grein und Gries im Sonderverband zum landesüblichen Empfang zu ihren Ehren angetreten. Ich bitte Sie, nach der Landeshymne die Front abzuschreiben. Danke für die Meldung. Thank you.
Herr Landeshauptmann, die Schützenkompanie Bozen bietet Ihnen eine Ehrensalbe an. Danke dafür, selbstverständlich sehr, sehr gerne. Ja. Durchführen. Air Company. Run. Go. Cut. General Desar. Nick. Was mit Ihrer Position als Landeshauptmann zu tun hat. Und der Mittelteil dieser Fanfare ist ruhig gehalten, was ich Ihnen wünsche, dass Sie auch ruhig bleiben. Musik.
Besonderes, vor allem auch, weil ja die ganzen Welsch-Tiroler und Nordtiroler Kollegen gekommen sind, nicht nur von den Schützen, sondern auch von den Feuerwehren, von den Zivilverbänden, von den Schützenwilden, also von den Sportschützen. Und ich glaube, das war jetzt schon etwas Besonderes in dem Sinn, dass man wirklich sieht, das ganze Land gehört zusammen und freut sich mit Lust und Walter. Vorbehalten. Und diese Ehrensalve ist eben ein Teil dieses Zeremoniells, das sich dann das Junge zeigt.